Der Landkreis Friesland erstreckt sich von der Insel Wangerooge über viel flaches Land bis hin zum Jadebusen. Knapp 100.000 Menschen leben hier. Einer von ihnen ist Peter Lamprecht. Der pensionierte Marineflieger hat ein Anliegen. Sein Wohnort, die Kreisstadt Jever, hatte früher ein eigenes Autokennzeichen, JEV. Das würde Lamprecht gerne wieder einführen. Er hätte wohl nicht recht gewusst, wie er das anstellen soll. Aber in seinem Landkreis gibt es ein ganz besonderes Werkzeug für Bürgerbeteiligung. Also ich war bisher, muss ich zugeben, politisch nicht in keiner Weise aktiv, außer dass man zu Wahlen gegangen ist. Aber von daher war Liquid Friesland halt der Anstoß, dass ich gesagt habe, okay, man kann mal sich überlegen, welche Themenbereiche einem vielleicht am Herzen liegen und sich da einzubringen. Also von daher war es schon ein kleiner Kick-off sozusagen. Liquid Friesland. Das ist die original friesische Version der Beteiligungssoftware Liquid Feedback, die der Berliner Verein Public Software Group entwickelt hat und deren bekannteste Nutzerin bisher die Piratenpartei war. Seit November 2012 ist der Landkreis die einzige Kommune in Deutschland, die die Plattform für ihre Bürger einsetzt. Zunächst ein Jahr lang im Testlauf. Jeder wahlberechtigte Einwohner des Kreises kann sich die Zugangsdaten besorgen. Bei Liquid Friesland kann er dann eine politische Idee formulieren und unter den anderen Nutzern dafür Unterstützung sammeln. Diese können aber auch Alternativen oder Änderungsvorschläge einbringen. Nach einer Bedenkzeit wird abgestimmt. Wer keine Meinung hat oder sich kein Urteil zutraut, kann anderen Nutzern seine Stimme übertragen. Gibt es mehr Ja- als Nein-Stimmen, dann gilt das Versprechen, dass der Kreistag die Idee in seinen Ausschüssen diskutieren wird. Umgekehrt stellt auch die Kreisverwaltung ihre aktuellen Vorhaben bei Liquid Friesland zur Diskussion, um von einem Querschnitt der Bevölkerung ein Meinungsbild einzuholen. Die Nutzerstruktur ist mitnichten voller junger Nerds, die sich für die Plattform angemeldet haben, sondern fast jeder zweite Nutzer in Liquid Friesland ist 50 oder älter. Das hat mich schon auch überrascht. Über Peter Lamprechts Nummernschild-Initiative wurde besonders heftig debattiert. In der Abstimmung kam es aber zum Patt. Eigentlich war die Initiative damit gescheitert. Doch wegen des großen Nutzerinteresses wurde sie anschließend trotzdem im Kreistag diskutiert, dort aber schließlich abgelehnt. Es bleibt also beim Autokennzeichen FRI. Schöner wäre es natürlich gewesen, wenn es geklappt hätte. Aber wie es in der Demokratie so mal so ist, man kann nicht immer gewinnen. Da muss man halt mitleben, ist so. Für mehr Müllcontainer haben die Friesen inzwischen beispielsweise gestimmt. Dafür, dass Radarfallen nicht mehr angekündigt werden. Und für einen kostenfreien Zugang zu allen Stränden. Glaubenskriege über anonyme oder nicht anonyme Beteiligung, wie sie die Piratenpartei in Sachen Liquid Feedback seit Monaten lähmen, spielen bei den pragmatischen Friesen keine Rolle. Ich glaube, für einen politischen Diskurs ist es wichtig, dass jeder weiß, wer was sagt. Und unser Land ist frei. Jeder kann, glaube ich, auch zu seiner Meinung stehen. Also ich tue das zumindest und bin da bislang immer gut gefahren mit. 640 Friesländer haben sich bisher den Zugangscode bestellt. Davon ist die Hälfte älter als 50. Gut 450 haben sich dann auch registriert. Noch sind das weniger als 0,5% von Peter Lamprechts Mitbürgern. Der Landrat ist trotzdem zufrieden. Aber nicht jedem im Kreistag ist das genug. Die Opposition hat zwar für Liquid Friesland gestimmt, hätte aber gerne mehr Teilnehmer, damit nicht jede Bürgerinitiative das System kapern könnte. Ja, also nach einem Jahr Testlauf, denke ich mal, sollten wir deutlich mehr als die derzeitige Nutzerzahl haben. Also ich meine, dass wir irgendwo bei 2.000 bis 2.500 Nutzern ankommen sollten. Und ich fände es auch sehr wichtig, dass in den Abstimmungen zu den einzelnen Themen mehr als 40 Leute beteiligen. Nicht nur die Stadt Jever schaut sich an, was ihr Landkreis da macht. Wie das Liquid Feedback-Experiment in Friesland läuft, danach erkundigen sich hier inzwischen Kommunen, Fraktionen und Arbeitskreise aus ganz Deutschland.